So, heute haben wir wieder besonders hohen Besuch, direkt aus Korea. Mr. Lee ist Entwicklungsingenieur für dieses wahnsinnig große Gerät, das er uns mitgebracht hat. Es ist der erste in Europa verfügbare 85 Zoll 8K-Fernseher, also noch viel, viel mehr Pixel, viel, viel mehr Bildqualität. Und wir werden ihn jetzt auspacken und in Betrieb nehmen. Jetzt heben wir das gute Stück heraus und bringen die Füße an. Mal schauen, was der so wiegt. Also er ist schon mal deutlich breiter als ich groß. Ganz schönes Monster, das wir jetzt ganz vorsichtig auf unser Rack stellen. Ja, wie bei Samsungs Topmodellen üblich ist die One Connect Box mit dem One Connect Cable verbunden. Bringt diesmal exakt den Vorteil, dass die HDMI-Spezifikation für HDMI 2.1 und die Testspezifikation noch nicht so ganz fertig ist. Das heißt, hier kann noch gar kein HDMI 2.1-Chip drin sein, der aber für 8K nötig wird. Im Moment ist es halt so, dass es heißt, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr eine Box geben, wenn die Spezifikationen draußen sind, die man einfach ersetzen kann und dann kann das Display wirklich mit seinen maximalen Features beladen werden. Das heißt, der macht 60 Hertz in 8K dann ohne Probleme. Die Installation funktioniert schnell und reibungslos über die SmartThings App. Und die läuft nicht nur auf Samsung-Handys, sondern auf so gut wie jedem. Ja, wir haben die Einrichtung schon abgeschlossen, die wir mit dem Smartphone durchgeführt haben. Hätte man natürlich auch mit dieser wunderbar einfachen, weil wenig Tasten besitzenden Fernbedienung durchziehen können. Aber so sind halt Passworte und WLAN-Zugänge deutlich einfacher. Der Samsung 85 Q900R kostet 15.000 Euro. Es gibt ihn auch in 75 Zoll für 7.000 und in 65 für 5.000 Euro. Das ist eigentlich erstaunlich wenig dafür, dass er viermal so viel Pixel hat wie früher und dass es eine komplett neue Technologie ist. So, er ist aufgebaut und läuft. Der erste gigantische 85 Zoll 8K-Fernseher. Das Thema 8K wird uns natürlich noch weiter begleiten. Wir stehen erst am Anfang von 8K. Content. Wir werden schauen, was wir dann noch darauf produzieren können. Und jetzt starten die Tests und es wird sehr, sehr spannend werden.